Die Leute haben den Großherzog einfach satt, diesen despotischen Tyrannen. Der ja nur Zeit gewinnen wollte, als Tausende von Petitionen mit den Forderungen des Volkes in Karlsruhe abgegeben wurden. Versprochen hat er ja alles, aber gehalten? Nichts! Hier auf dem ehemaligen Wiehrefriedhof wurden sie erschossen. Maximilian Dortü, Friedrich Neff und Gebhard Kromer. In Freiburg hat es am Dienstag eine Gedenkfeier zur Erinnerung an die Freiheitskämpfer der Badischen Revolution gegeben. An dieser Stelle, auf dem heutigen Erwin-Spielplatz, wurden vor 169 Jahren die Teilnehmer des Aufstandes für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte vom preußischen Militär hingerichtet. Am Dienstag gab es unter anderem eine Theateraufführung. Also Herr Meckel, der ja hier sozusagen der Leiter dieser Initiative überhaupt ist, der schreibt eigentlich jedes Jahr eben so eine kleine Szene, die eben so einen kleinen, ja, so einen Scheinwerfer sozusagen auf irgendwas wirft, was eben diese drei Figuren unter Umständen erlebt haben miteinander, fiktiv natürlich. Nicht? Ist angereichert mit den Lebensdaten, die auch haben und mit den Erlebnissen, die sie auch gehabt haben, aber es ist natürlich schon letztlich frei erfunden, was die dann miteinander hier verhandeln. Die drei Revolutionäre treffen sich in diesem fiktiven Szenario zu einem Treffen zusammen, das tatsächlich so hätte stattfinden können. Der Hackeraufstand ist niedergeschlagen, die Revolution scheint schon verloren. Noch planen die Freiheitskämpfer ihre nächsten Schritte. Aber schon bald darauf hat das preußische Militär Maximilian Dortü erschießen lassen. 4 Tage hat der Spuk gedauert, bestaufen seid ihr gekommen und dann war alles vorbei. Na und? Ja und? Du hast abhauen können. Ja. Aber der Strube, der sitzt in der Festung in Raschnau. Von den 2000 Mann, die wir waren, hat doch keiner gekämpft. Bei den ersten Schüssen sind sie doch weggelaufen. Ja, gekämpft hat doch keine Leute. Ahnung, euch. Der Schauspieler und Musiker Olaf Kreuzburg hat die Veranstaltung mit Liedern aus der Zeit der Revolution begleitet. Für Freiburgs ersten Bürgermeister Ulrich von Kirchbach hat die Badische Revolution noch heute Bedeutung. Es ist wichtiger denn je, wo unsere Demokratie in vielen Ländern, auch in europäischen Ländern, immer mehr in Gefahr gerät, dass es Vorkämpfer gab, Vorkämpfer für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte, für Pressefreiheit, die ihr Leben einsetzten und ihr Leben verloren. Diese Gedenkfeier findet ja für drei Personen statt, die 1849 standrechtlich erschossen wurden. Von der preußischen Armee, Maximilian Dortü, Neff und Kromer, drei Freiheitskämpfer, die ihr Leben ließen. Das Mausoleum von Maximilian Dortü erinnert an einen der Revolutionäre, die hier hingerichtet wurden. Seine Familie hatte der Stadt Freiburg damals 1000 Gulden gespendet, damit die Stadt das Grab auf immer und ewig pflege.